Was wir also machen ist, wir haben ein unangenehmes Gefühl und wir beobachten den Geist, wie er sagt, aha, Schmerz, scheußlich, kann ich ausstehen. Bums, ändern den Bild. In dem Moment stillstehen und sagen, das mache ich immer. Ich versuche immer, meinen unangenehmen Gefühlen zu entkommen. Jetzt mache ich es mal anders. Ich beobachte mal das Gefühl. Und bei der Beobachtung des Gefühls, was Achtsamkeit ist, stellt sich dann heraus, dass dieses Gefühl nicht nur sich ändert, weil es entweder stärker wird oder am Ende nämlich ganz weggeht, wenn man es lange noch beobachtet, sondern dass es in sich Bewegung hat. Alle Gefühle bewegen sich. Nicht solide und so ein komplett solider wie ein Stein, sondern es hat Bewegung. Und dann kann man feststellen, dass dieses Gefühl gekommen ist, ohne dass man es eingeladen hat. Also wieso sage ich denn, dass es meins ist? Muss ich es denn besitzen? Kann ich es nicht einfach ein Gefühl sein lassen, Abstand gewinnen und sagen, das ist ja nur ein Gefühl da? Mal probieren. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, noch nicht mal die Erleuchteten, die nicht unangenehme Körpergefühle bekommen. Der einzige Unterschied ist, dass wir, die Unerleuchteten, reagieren mit Dukkha, mit Leid. Der Körper tut weh, der Geist jammert. Der Erleuchtete reagiert nicht. Hat ein unangenehmes Gefühl. Abstand. Mal versuchen. Ist nicht meins. Ist ja gekommen, ohne dass ich wollte. Ist immerzu beim Bewegen. Und es bezeugt auch noch, dass der Körper nicht nur Dukkha hat, sondern Dukkha ist. Dukkha haben, ja, da denkt man ja mal, wenn man Glück hat, nicht recht selten. Aber in Wirklichkeit ist dieser Körper nie ganz zufrieden. Selbst nachts, auf der teuersten Matratze, kann er nicht ruhig liegen. Muss sich bewegen. Und mehr bequem, mehr komfortabel als auf dieser teuersten Matratze kannst du nicht schon gar nicht sein. Und liegt noch. Und passiert überhaupt nichts. Weder zu heiß noch zu kalt. Und da bewegt er sich auch noch. Er kann nicht ruhig bleiben, weil der Körper immer gefahrt. Hat immer Unbequemlichkeit. Und da wir das, wenn wir das einmal erkennen, dann können wir vielleicht dieses unangenehme Gefühl liegen lassen, da wo es hingehört, und uns wieder auf das Meditationsobjekt konzentrieren. Wenn nicht, können wir uns selber zugeben, dass wir uns von unserem Dukkha haben besiegen lassen. Und vorsichtig und leise und langsam den Sitz ändern. Und dann werden wir ohne Frage feststellen, dass sich nichts verbessert hat. Dass es genauso unbequem werden wird nach 5 Minuten, wie es war. Aber das muss man selber feststellen. Wenn wir den Sitz also ändern, zugeben, dass man sich hat besiegen lassen von einem unangenehmen Gefühl. Nicht sich einreden, also kann doch kein Mensch sitzen, so lange ist doch fürchterlich und wozu denn das alles überhaupt? Sondern ich habe mich von einem unangenehmen Gefühl besiegen lassen und dann ändern. Dann hat man mal Achtsamkeit auf die Gefühle und die Reaktionen auf die Gefühle praktiziert. Und diese Praxis, sowohl auf den Körper wie auf die Gefühle, muss ins tägliche Leben hinausgenommen werden. Und muss auch aus diesem Meditationssaal herausgenommen werden und weiter praktiziert werden. Wir können immer wieder unsere Gefühle feststellen und immer wieder unsere Reaktion. Je mehr wir davon kennenlernen, desto mehr erkennen wir uns selber, desto mehr werden wir in uns einen freien Raum finden, wo wir nicht reagieren müssen. Wir müssen nicht die angenehmen Gefühle suchen. Wir müssen nicht die unangenehmen
wieder loswerden. In diesem Pendelverkehr hat noch nie jemand Freiheit gefunden. Es geht ständig hin und her. Da gibt es kein Rausgehen, kein Weg raus in die Freiheit. Der Weg raus in die Freiheit ist, nicht reagieren. Ganz einfach, ne? Aber schwierig zu machen. Aber auf jeden Fall mal feststellen. Wäre interessant. Ich kann mir nichts Interessantes vorstellen. Die dritte Basis der Achtsamkeit sind unsere Gedanken. Und von denen werden Sie genügend haben, um sich da eine Auswahl zu nehmen, welche Sie wirklich mal kennenlernen wollen. Derjenige, dessen Meditation noch nicht sich in eine Vertiefung versenkt hat, wo die Gedanken nicht mehr kommen, und das sind die Leute, die schon länger praktiziert haben, man kann nicht sagen, wie lange, werden von Gedanken geplagt. Und es ist vielleicht das erste Mal, dass man sich zugeben kann, oder jedenfalls in der Meditation, die einzige Zeit, wo man sich zugeben kann, dass Gedanken eine Plage sind. Und das alleine ist schon eine große Erkenntnis. Denn vor allen Dingen der westliche Mensch glaubt, dass mit den Gedanken er die ganze Sache in Ordnung bringen kann. Wie, weiß keiner. Aber es wird immer wieder versucht. Philosophen, Psychologen, Wissenschaftler, alles sehr wichtige Leute. Aber denken, 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 und was kommt dabei raus? Noch mehr denken. Und alles dabei rauskommt. Also, feststellen, dass Gedanken eine Plage sind. Sie sind Störenfriede. Sie stören unseren Frieden. Denn eigentlich, was wir eigentlich suchen in der Meditation, ist doch sicher Ruhe und Frieden. Das ist doch jeder, was jeder haben will. Da braucht man ja nicht erst zu fragen. Und was machen die Gedanken? Sie sind stören den Frieden. Sie plagen einen. Und man stellt dann fest, wenn man mal anfängt, achtsam zu werden, dass 90% dieser Gedanken Unsinn sind. Überhaupt keinen Sinn machen. Man wundert sich, wo sie herkommen, weil sie Dinge sind, die überhaupt nichts mit dem Moment zu tun haben. Und man merkt aber auch nicht gleich, dass man sich in sie verwickelt hat. Also, was wir mit unseren Gedanken machen, ist Folgendes. Im Moment, wo wir merken, dass der Gedanke hochgekommen ist. So, das heißt also, die Meditation ist verloren gegangen, die Achtsamkeit auf Meditationsobjekt ist, Gedanken sind hochgekommen, in dem Moment den Gedanken einen Namen geben. Nur das ist nicht nötig für die Menschen, bei denen die Gedanken wie Wolken so nur vorbeiziehen und schon wieder verschwinden und die Achtsamkeit auf den Atem bleibt. Das sind diejenigen, die schon länger praktiziert haben, bei denen die Gedanken nur so wie Wolken kommen, die brauchen das nicht zu tun. Aber jeder andere, der sich in die Gedanken verwickelt, das heißt, denkt, in seine Gedanken verwickeln bedeutet denken, soll versuchen, genügend Abstand zu nehmen, um dem Gedanken einen Namen zu geben. Wenn man dem Kind einen Namen gibt, dann weiß man wenigstens, wer es ist. Und von diesem Namen kann man einmal feststellen, was da in einem selber vorgeht. Der Name soll so aussehen. Zukunft, Vergangenheit, Ärger, Langeweile, Hoffnung, Erinnerung, Pläne, Sorge, Furcht. Was immer es mir fein macht. Das erste, was hochkommt, der erste Name, der hochkommt, der ist zu nehmen. Nicht versuchen, genau den richtigen zu finden. Jeder Name genügt, weil erstens mal ist er ein Zeichen dafür, dass man Abstand genommen hat. Man hat genug Abstand, nicht mehr zu denken, sondern einen Namen zu geben. Ein Etikett drauf zu machen.
Und zweitens mal bedeutet das Etikett auch, dass das ist, was man glaubt, was es ist. Das genügt vollkommen. Und da hat man zwei Sachen gelernt. Man hat gelernt, was man denkt, was da in dem eigenen Gedankenapparat los ist. Und man hat auch gelernt, dass man diesen Gedanken nicht zu folgen braucht und nicht zu glauben braucht, sondern dass man ihn ersetzen kann mit der Achtsamkeit auf das Meditationsobjekt. Auch ein ganz großer Schritt. Wenn man das im Leben tut, braucht man nie mehr das zu denken, was man nicht denken will. Dann braucht man nie mehr unglückliche Gedanken zu denken, ärgerliche Gedanken zu denken, sorgenvolle Gedanken zu denken, wo man sie ersetzen kann mit dem, was man wirklich denken will. Das lernen wir hier mit dem Ersetzen mit dem Atem.